Ich wollte Geschichte und Gefühle einfangen und Nonmaterielles und bin dann über viele, viele Stoffe aufs Glas gekommen. Ich gucke durch die Geschichte wieder auf die Jetztzeit, auf die Gegenwart, weil einfach gestern, heute Morgen sind immer anwesend. Also jetzt ist ja eigentlich schon gestern. Für mich überlagert sich die Geschichte. Es findet alles zeitgleich statt und das Gestern beeinflusst auch das Heute. Luise, die hier früher gewohnt hat. Ich habe die Verwandtschaft hier gefragt, ob sie alte Fotos hat von ihrer Oma. Und hier direkt vor der Tür. Ich finde es einfach schön, wenn die Fenster bedruckt sind und die Drucke Schatten in den Raum hineinwerfen, wie sich das verschmilzt, wie auch die Geschichte wieder lebendig wird dadurch, weil sie ist in uns, sie prägt uns und sie hat uns gemacht und somit kann ich einfach diesen Moment wieder auch lebendig werden lassen und die Schatten sind von meinen Drucken auch immer genauer als die Drucke selber. Und das ist dieses Magische einfach, dass die Geschichte auf einmal wieder lebendig wird. Also es ist immer eine Mischung aus Fotografie, Druck und Zeichnung. Ne? Um das Ganze halt wie eine Malerei aussehen zu lassen. Das ist mir ganz wichtig, dass es aussieht wie Malerei, meine Drucke. Und dass es immer noch Handarbeit bleibt. An Glas fasziniert mich das. Es ist transparent.